So, eins. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen eGroupware-Webinar. Ich hoffe, Sie können uns alle ganz gut hören. Vielleicht schreiben Sie als erstes mal in den Chat, ob Sie uns hören können. Ansonsten möchte ich mit mir an Bord, wie immer, die Birgit Becker, der Ralf Becker, jetzt ganz neu, und der Stefan Unverricht. Bevor wir jetzt mal die kleine Vorstellungsrunde beginnen, dass jeder ein bisschen sagt, was er macht, vielleicht noch mal ganz kurz, dass Sie uns hören können, ob die Technik funktioniert, ob die Übertragung alles richtig ist, weil wir haben uns ganz viel vorgenommen und freuen uns heute riesig, ganz, ganz neue, tolle Dinge Ihnen vorstellen zu können. Und deswegen, wir sind auch ganz viel Leute im Webinar, alles gut, ich kann Sie hören, prima, super, das ist top. Also die Umfrage, die wir gestartet haben, sagt auch, dass etwa 2/3 sagt, es wäre sehr gut zu verstehen und 1/3 ist es gut zu verstehen. Dann Das gebe ist doch ich sehr schön. mal das virtuelle Mikrofon an die Birgit, die ja die meisten schon kennen. Und wer ist Birgit? Vielleicht für die, die neu hinzugekommen sind. Und dann auch Ralf und der Stefan Unverricht. Danke, Stefan. Ja, auch von mir aus herzlich willkommen. Die, die mich schon kennen, vielleicht auch vom Telefon oder ähnlichen Dingen. Ich bin bei uns so zum einen für Consulting und Support zuständig und damit auch ein Stück weit Schnittstelle zwischen unserer Entwicklung und dem, was die Kunden brauchen, welche Bedürfnisse sie haben und was sie so alles sonst noch bewegt. Dann gebe ich an den Ralf weiter. Ja, hallo. Ja, Ralf Becker, ich bin im, oder ich habe vor, inzwischen ist es ja mehr wie ein Jahrzehnt her, das eGroupware-Projekt mal gegründet und bin heute mit Birgit zusammen Geschäftsführer von der eGroupware GmbH und bin halt so der, sag mal, der Kopf, der Architekt hinter der ganzen Technik und dem ganzen Programmieren. Also gerade was auch unser Hosting angeht. Und ich war zusammen mit den beiden anderen Kollegen die letzten Tage halt beschäftigt, die zwei großen Features, die wir Ihnen heute vorstellen wollen, halt auch zu ermöglichen. Ja, dann würde ich an den Stefan Unverricht weitergeben, unseren Community Manager. Hallo. Also, Ralf sagt schon, ich bin der Community Manager. Ich kümmere mich um die Community. Das heißt also in erster Linie vor allen Dingen ums Forum, moderiere dort, supporte dort. Auf Veranstaltungen halte ich Vorträge über diverse Dinge, zuletzt viel über LibreOffice Online in eGroupware. Dieses Jahr sollte das eigentlich hauptsächlich nochmal Vorträge über eGroupware werden. Das fällt ja wohl dieses Jahr so ziemlich komplett ins Wasser. Ich selber vom Hintergrund her arbeite bei einem Unternehmen. Wir setzen eGroupware ein seit 2010 und habe privat eGroupware seit 2008 in Verwendung, also auch schon ziemlich lange Zeit. Habe früher auch im Forum viel supportet auch und mache das im Prinzip jetzt als Community Manager sozusagen professionell seit 2017. Ja, da gebe ich zurück zum Stefan. Dankeschön, Stefan. Und ich sehe, es schreiben ein paar mit dem Ton, gab es Probleme, aber was ich sehen kann, dass es meistens funktioniert bei den meisten. Also ich habe jetzt auch nur Rückmeldung gekriegt, dass alles bestens ist. Vielleicht derjenige noch mal kurz sich neu verbinden mit dem Webinar oder seine Internetverbindung einmal prüfen. Wir haben ja alle das Thema mit Homeoffice im Moment. Das ist ein bisschen nicht so schön, aber es gibt neue Funktionalitäten und da hat sich das eGroupware-Team extrem damit beschäftigt. Wie können Sie leichter damit arbeiten? Wie kann man mit der aktuellen Situation umgehen? Und welche neuen Features gibt es in eGroupware? Und das ist quasi alles hier eingebaut worden in rasender Geschwindigkeit. Und das wollen wir alles vorstellen. Und gerade bei Videokonferenzen würde ich mal an die Birgit gehen. Die wird es nachher auch vorstellen, wie man Videokonferenzen jetzt aus der eGroupware aufbauen kann, damit es viel leichter ist als früher. Und das wird Birgit uns vorstellen. Hallo Birgit, sag doch mal ein paar Worte zu dem Thema Videokonferenzen, wie ich das in eGroupware machen kann. Ja, also ich meine, was den meisten wahrscheinlich schon bekannt ist, ist ja, dass ich die Möglichkeit habe, aus dem Rocket Chat selber eine Videokonferenz zu starten über das Jitsi. Aber wir hatten auch zum Teil die Rückmeldung, dass halt nicht alle Rocket Chat einsetzen oder auch noch nicht alle Rocket Chat einsetzen und es auch gute Gründe gibt, warum man vielleicht mal eine Videokonferenz mit jemand machen möchte,
der nicht in meinem Rocket Chat mit drin ist und es trotzdem zu ermöglichen. Das war so der Ausgangspunkt dessen, was wir uns da an die Entwicklung gebracht hat. Was wir umgesetzt haben, ist jetzt zum einen, dass man es aus dem Adressbuch heraus starten kann und zum anderen aber auch aus der Statusanwendung oder als Termin zu planen. Ich werde jetzt einfach mal auf meinen Desktop rüberscheren von der Präsentation weg, dass wir uns das mal live anschauen können. So, jetzt sehen Sie meinen Bildschirm. Das ist wieder, auch die kennen manche schon, unsere Testinstanz, die Tutorial, auf der einfach Fake-Benutzer drauf sind. Und ich habe jetzt hier mal ein Adressbuch offen und man sieht an der Seite die Statusanwendung. Und hier kann ich jetzt mit den Benutzern, die online sind, kann ich einfach eine Videokonferenz aufbauen. Bitte stören Sie sich nicht dran, dass momentan die Sachen noch in Englisch sind. Kommt alles noch die Übersetzung? Da sind wir einfach noch ein Stück weit hinten dran, aber das wird dann alles entsprechend nachgezogen. Wenn ich den aufbaue, sagt er hier, okay, ich baue die Video auf. Er fragt mich dann natürlich, ob er meine Kamera und die Sachen benutzen darf. Und entsprechend ist es beim Gegenüber dann so, dass der sagt, hier ruft jemand an, also wirklich als Push-Benachrichtigung hochkommt und ich kann sagen, ja, ich möchte das akzeptieren. Wobei du jetzt mit dir selbst telefonierst, oder? Ich telefoniere jetzt mit mir selber, von daher wieder an der Stelle, das auch nicht so richtig gut funktionieren, dass ich mich mit mir selber telefoniere, aber das war jetzt der schnellste und einfachste Weg, aber dementsprechend ist es auch so, dass es ein bisschen dauert, bis er die Sachen aufgebaut hat, weil ich jetzt natürlich irgendwie in meinem Homeoffice in der kleinen Leitung dreimal irgendwie Videos hin und her schicke. Also du bist in Ico mit zwei verschiedenen Benutzern in zwei verschiedenen Browsern angemeldet und versuchst jetzt diesen Call mit dir selbst aufzubauen. Nur, dass die anderen Leute verstehen, was passiert hier quasi am Desktop. Und deswegen können wir es nicht so direkt zeigen in dem Moment. Genau. Dann hätten wir wahrscheinlich mal mich anrufen müssen oder jemand außerhalb von der Präsentation, um das dann genauer zu zeigen. Aber ich glaube, es ist verständlich geworden, wie einfach man jetzt Videocalls machen kann. Müssen die Leute dann auch irgendwas installieren bei sich, Birgit, oder wie würde das funktionieren? Ich glaube, das kann ich auch ein bisschen beantworten. Der große Vorteil, den wir jetzt von dieser Jitsi-Einbindung haben, ist, dass wir den per Maintenance-Update, ohne dass etwas Spezielles in den einzelnen Instanzen gemacht werden muss, ausrollen können. Das heißt, Sie müssen nichts Spezielles installieren. Wir wissen aus Erfahrung, dass das ganze Thema Videokonferenz leider aktuell mit dem Chrome am besten funktioniert oder einem Chromium und Firefox da einfach noch ein bisschen aufholen muss. Aber ansonsten würde das nach einem Maintenance-Update, was wir für Anfang nächster Woche planen, wirklich jeder iGroupware 19.1 Installation zur Verfügung stellen. Über einen öffentlichen Jitsi-Server, den wir in Zusammenarbeit mit einem größeren Hosting-Anbieter hier in Deutschland bereitstellen wollen, zumindest mal für die nächsten 3 Monate, also was wir mal so hoffen, ich nenne das mal für die Zeit der Krise, wie das danach weitergeht, wenn wir dann zu gegebener Zeit bekannt geben. Das Jitsi selber ist ein Open-Source-Projekt, das kann sich auch jeder selbst installieren. Der Vorteil ist jetzt nur, wir wollten halt jetzt nicht zu viele Hürden aufbauen. Sie müssen erst dies, das und das und jenes machen und dann können Sie Videokonferenzen machen. Mit dem, was wir jetzt geplant haben, können Sie quasi ab Anfang nächster Woche einfach Videokonferenzen machen, ohne dass Sie mehr machen müssen als das automatische Update der iGroupware-Instanz über den Docker-Container stattfinden muss. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, es ist egal, ob ich jetzt im iGroupware-Hosting bin, muss ich eigentlich gar nichts tun. Wenn ich jetzt eine iGroupware-Eigeninstallation ist, dann muss ich nur die iGroupware updaten. Ja, also im Hosting wird das vermutlich schon entweder heute Abend oder, sagen wir mal, übers Wochenende zur Verfügung stehen. Sprich, Sie können Montagmorgen direkt damit anfangen. Wir werden halt das einfach mal einen Tag laufen lassen, bevor wir ein neues Maintenance-Release machen, einfach um zu sehen, wie stabil das Ganze auch ist.
und werden dann halt frühestens Montagabend, aber das wird halt davon abhängen, wie gut das alles funktioniert, werden wir ein neues Maintenance-Release bauen. Und das Maintenance-Release wird ja, wenn Sie nichts Spezielles unternommen haben in Ihrer Installation, wird es nachts um 4 automatisch abgedatet und wird er dann am nächsten Tag zur Verfügung stellen. Ob das jetzt der Dienstagmorgen oder der Mittwochmorgen ist, will ich mich jetzt noch nicht ganz festlegen. Das wird halt einfach davon abhängen, wie auch unsere Tests laufen. Dann kamen so ein paar Fragen jetzt auf. Hier im Chat habe ich gesehen, zum einen, ob man auch den eigenen, schon vorhandenen Jitsi-Server integrieren kann. Das ist ja, glaube ich, eine Frage gewesen von Herrn Moder. Weil ich weiß, was du sagen kannst. Okay, super. Wie kann man denn externe Teilnehmer, die quasi im Adressbuch drin sind, aber nicht in der E-Groware, also jetzt zum Beispiel der Herr Weißmüller war jetzt ein Beispiel, aber jetzt haben wir einen externen Partner, kann ich den in eine E-Mail schreiben oder wie funktioniert es dann mit den externen, dass ich mit denen telefonieren kann? Also ein Videocall aufbauen kann. Ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz zeigen, es gibt jetzt hier in dieser Statusanwendung, um die Fragen auch so ein bisschen nacheinander anzugehen, gibt es hier eine Konfiguration und in der Konfiguration kann ich meinen Jitsi-Surfer einfach konfigurieren mit dem Namen, den er hat und dem Secret oder dem Passwort, mal davon ausgehend, dass die Sachen entsprechend geschützt sind. Das ist also hier in der Konfiguration von der Statusanwendung zu finden, indem ich auch einen anderen Jitsi-Surfer einfach rein konfigurieren kann. Und zu der anderen... Man kann auch jeden anderen öffentlichen Jitsi-Server wie das MeJitsi, was bisher im Rocket Chat automatisch verwendet wurde, oder ich meine Golem zum Beispiel, eine deutsche IT-Zeitschrift, hat auch einen öffentlichen Jitsi-Server, den kann man halt auch konfigurieren. Das steht ganz frei. Wir werden einen Server vorkonfigurieren, damit Sie halt einfach ohne große Hürden direkt starten können. Genau. Zu der Frage, wie kann ich denn jetzt aus dem Adressbuch heraus, das war so der nächste Punkt, etwas starten. Da möchte ich einfach mal kurz zeigen, es gibt jetzt hier auch eine neue Option, dass ich eine Videokonferenz starten kann. Allerdings ist es so, wenn derjenige mir nicht als online angezeigt wird, dann kann ich den direkten Call nicht starten, aber ich kann auf dem Wege jetzt natürlich einfach verschiedene Leute in meinen Termin reinnehmen und kann sagen, ich möchte eine Videokonferenz planen, auch einfach. Das heißt, du hast die drei Leute markiert und hast dann Rechtsklick gemacht und gesagt, Schedule Event oder Schedule Conference Call. Genau, also im Prinzip öffnet es mir den Kalender und in dem Kalender drin, also ich hätte es auch aus dem Kalender selber starten können, das fügt mir jetzt halt entsprechend die Teilnehmer aus dem Kalender schon mal rein. Wofür Effekt? Jetzt ist es da. Das heißt, ich habe hier die Teilnehmer eingefügt. Okay, ich hatte jetzt hier, das sind die Teilnehmer, da müssen wir vielleicht nochmal gucken, Ralf, da sind wohl auch die Teilnehmer, die ich im Kalender sowieso schon ausgewendet habe, mit ausgewählt und nicht nur die, mit denen ich das Ganze schedule. Ja, weil das kann man noch gegangen bist, ist auch das Videokonferenz nicht ausgewählt. Da sind wir noch am Schauen, dass das ausgewählt wird. Wenn du das nicht das Quick Edit gehabt hättest, wäre das direkt ausgewählt gewesen. Das musst du jetzt mal noch reinklicken, damit du den. Okay. Also dann würde ich jetzt hier einfach mal ein paar Leute rausklicken, die ich nicht in meinem Meeting drin haben will. Und da oben hier das Feld Videoconference, dieses kleines Klick-Häkchen, oder? Das ist auch wichtig. Genau, hinter der Location. Genau. Also im Prinzip sind es jetzt zwei Sachen, die hier interessant sind. Momentan sieht man, hier sind ja jetzt nur Benutzer drin. Ich kann jetzt aber auch an der Stelle sagen, ich nehme die Birgit mit ihrer E-Mail-Adresse oder aus dem Adressbuch raus, die er gefunden hat, füge die als Teilnehmer hinzu. Das heißt, die ist jetzt aus dem Adressbuch drin und es gibt jetzt hier eine neue Aktion, auch da fehlt noch das Übersetzen, dass ich sagen kann, ich möchte
diese Benachrichtigung, also jetzt grundsätzlich, haben wir das in jedem Termin drin. Ich möchte auch externe hiermit benachrichtigen. Und steht standardmäßig, wenn die Videokonferenz angehakt ist, auf Ja. Wenn ich den Termin dann entsprechend verschicke, dann geht eine normale Teilnehmereinladung an die entsprechenden Personen raus. Und wenn ich jetzt mal wieder auf meinen Daniel Weißmüller, der war, glaube ich, da jetzt auch mit drin gewesen, dann sollte der jetzt seine Einladung auch hier bekommen haben. Und man sieht jetzt, dass er hier in der Einladung drin, also in dem ICS, was wir generieren, auch den Link zu der Videokonferenz mit drin hat. Das heißt, wenn ich jetzt jemand Externes bin und jemand extern einlade, hat er einfach den Link, mit dem er, so wie man es halt auch von anderen Programmen kennt, dann einfach an dem Ganzen teilnehmen kann. Das Interessante bei der ganzen Geschichte, wie wir die Sachen jetzt ansteuern von hier, ist, dass im Prinzip in diesem, sag mal, großen kryptischen Link, der da generiert wird, wir auch, wenn vorhanden, die Namen der Personen und auch deren Bilder oder Avatar mitschicken in die Videokonferenz rein. Das heißt, derjenige muss nicht sagen, ich bin der Heiner Müller, sondern wenn ich es aus dem Adressbuch rausgeschickt habe und da steht halt schon Heiner Müller drin, dann weiß der Jitsi automatisch auch, dass derjenige, der da mit dem Link reinkommt, der Heiner Müller ist. Ja, das sind im Prinzip so die verschiedenen Art und Weisen, wie wir an der Stelle etwas generieren können. Gibt es noch Fragen? Ich habe gesehen, der Peter Beckhaus schreibt hier gerade was rein und da war noch eine Frage, ob man externe Videokonferenzen, das war aber von Peter, anbinden kann. Das klingt wirklich gut. Ich freue mich schon auf den Test. Ja, sehr gerne. Ja, wir sind am Montag verabredet. Also alles ganz, ganz frisch entwickelt in eGruppe. Ja, der Herr Mode hat nochmal gefragt, ja, also Sie können Ihren eigenen Jitsi-Server da konfigurieren, das ist überhaupt kein Problem. Ein eigener Jitsi-Server hat natürlich den Vorteil, dass man die Kontrolle darüber hat, dass der ausreichend dimensioniert ist. Wir erlauben auch über diesen Link und über ein Passwort, was eingegeben ist, dafür zu sorgen, dass der nicht von jedem draußen benutzt werden kann. Das können Sie auf Ihrem Server machen und die Links werden entsprechend erzeugt. Genau das Gleiche kann man auch in RocketChat machen. Das heißt, es ist jetzt auch kein entweder macht man direkt Jitsi oder man macht RocketChat oder über RocketChat Jitsi, sondern es ist einfach eine zusätzliche Möglichkeit, in der eGroupware diese Konferenzen aufzubauen, ohne dass man dafür ein RocketChat überhaupt braucht oder halt über das RocketChat gehen muss. Ja, ich wollte jetzt gerade im RocketChat zeigen, allerdings muss der RocketChat erstmal starten bei uns. Nachdem wir ihn jetzt für heute gar nicht vorgesehen hatten, ist er noch nicht gestartet. Das wird ein bisschen dauern, aber dann kann ich auch gleich im Zweifelsfall nochmal zeigen, wie das funktioniert. Also im Prinzip, um es nochmal zusammenzufassen, wir haben zum einen die Möglichkeit, aus der Statusanwendung heraus einen direkten Call zu starten mit einzelnen Personen. Wir haben die Möglichkeit, heraus im Adressbuch heraus einen direkten Call zu starten mit Leuten, die online sind. Auch die Status-Up geht natürlich immer nur mit Personen, die angemeldet sind an der Stelle. Das, was aus der E-Gruppe heraus starten kann. Was anderes ist, wenn ich jetzt nur im Rocket-Chat bin, kann ich natürlich aus dem Rocket-Chat auch einen direkten Call starten. Also das Ganze ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie das Ganze angewendet und genutzt wird. Und ich habe die Möglichkeit, aus dem Adressbuch oder aus dem Kalender heraus eine Videokonferenz zu planen für nächste Woche, für morgen, für wann auch immer und verschicke automatisch die entsprechenden Teilnehmerlinks zu diesem Jitsi-Meeting. Gibt es noch Fragen allgemein dazu? Geschlossene Videos aus Passwortschutz? Ja, ich glaube, das hat Birgit gerade angesprochen, dass man auch ein Passwort vergeben kann.
Ja, also letztendlich sind all die Meetings, die wir generieren, sind in dem Sinne geschlossene Meetings. Man kann natürlich, wenn man den Link kennt, an dem Meeting dran teilnehmen, aber auch tatsächlich nur, wenn man wirklich diesen, also wenn Sie so eine Einladungsmail bekommen haben und geben die an jemand weiter, würden nachher in der Art und Weise, wie es die Groupware generiert, zwei Heiner Müllers auftauchen. Wenn der Heiner Müller seinen Sharing-Link weitergibt, dann würden quasi nachher zwei Heiner Müllers da drin auftauchen, weil es an der Stelle so ist, dass er da mit der Identität von dem Heiner Müller entsprechend drin ist. Ja, hier wird gefragt, ob es Erfahrungen mit Linux-Clients gibt. Also Chrome unter Linux ist ja das, was zum Beispiel unser Entwickler Hadina Tech einsetzt. Also damit kann man gut teilnehmen. Auch der native RocketChat-Client, der ja ein Chromium ist, ein Webviewer, auch der funktioniert unter Linux problemlos und kann verwendet werden. Ja, also wir haben an der Stelle, was jetzt RocketChat angeht, uns einfach darauf bezogen, dass RocketChat selber, also die Entwickler von RocketChat selber, an der Stelle einfach die Clients, die lokalen Clients, direkt zum Download auch immer aktuell auf ihrer Webseite anbieten. Das heißt, man sieht jetzt hier als Desktop-App gibt es für Mac, für Windows und für Linux die entsprechenden Sachen und darunter gibt es die mobilen Apps für iOS und Android. Kann man einfach runterladen, wenn man RocketChat nutzen will. Und auf der Seite vom Jitsi, das ist in dem Sinne, man braucht sowieso nur einen Browser, mit der Einschränkung, dass halt einfach Firefox momentan da noch nicht in der Version vorhanden ist, dass das wirklich gut funktioniert. Dann kam noch eine Frage auf, ob man den extern, ob man den Call-to-Link einfach direkt jemand schicken kann, diesen Call-Link. Wahrscheinlich reicht es, wenn ich ihm in dem Termin einfach die E-Mail-Adresse eintrage, oder? Und dann bekommt er direkt diesen Link geschickt. Oder genau, also ich kann einfach ja im Kalender, wenn ich einen Kalendertermin erstelle, kann ich ja im Prinzip jederzeit in dem Kalender, ich mache jetzt einfach mal einen neuen auf, brauche ich ja nicht unbedingt jemand aus dem Adressbuch zu nehmen, ich kann ja auch einfach die E-Mail-Adresse nehmen, also wenn ich jetzt hier bei Teilnehmer, also wenn ich jetzt plane, wenn es jetzt so ist, dass ich jemand spontan dazu einladen will, würde es an der Stelle auch da, weil die Übermittlung ist immer einfacher, wenn ich sie halt ihm irgendwie zukommen lasse. Also von daher würde ich sagen, auch für ein spontanes Meeting mit jemand extern, ich kann dem nicht die kryptischen, das kryptische Token vorlesen, das wird nicht funktionieren. Also ist es einfacher dann zu sagen, naja, ich nehme jetzt info@hopsasa.de als E-Mail-Adresse und fügt den als Teilnehmer hinzu und schickt dann die Einladung raus. Der erhält sie in seinem E-Mail, klickt rein und nimmt dran teil. Das macht einfach für so einen Fall immer mehr Sinn. Das heißt, ich kann jederzeit auch eine einzelne E-Mail-Adresse als Teilnehmer hinzufügen. Ich muss nicht jemand im Adressbuch drin haben, dass es generell funktioniert. Aber das ist die Art und Weise, wie es im Kalender schon die ganze Zeit funktioniert. Dann kam eine Frage von Herrn Lattermann, welche Software muss der Teilnehmer benötigen? Also wenn ich es richtig verstanden habe, braucht er nur einen Webbrowser. Der braucht selbst keine Software der Teilnehmer. Geht alles über einen neuen Browser, also das heißt, er braucht einen Chrome-Browser, weil mit Firefox gab es Probleme an der Stelle, richtig? Genau, also die ganzen Sachen sind alle browserbasiert, wie die iGroupware selber auch. Das heißt, ich brauche tatsächlich nichts Extranes. Ich brauche einfach nur einen Chrome und hoffentlich in Kürze auch mal einen Firefox, den ich dafür verwenden kann. Aber momentan wäre die Empfehlung einfach Chrome oder ein Chromium, also ein Chrome-Derivat zu verwenden, auf den Link drauf zu klicken und es damit zu öffnen und es sollte funktionieren. Erfahrung mit Internet Explorer in der Hinsicht habe ich noch nicht gemacht. Falls da jetzt die Frage kommt, oder nicht Internet Explorer, sondern entsprechend von der Edge, weiß ich nicht, habe ich einfach nicht ausversucht. Aber ein Hinweis, für Android gibt es eine App, eine Jitsi-App, ja, wahrscheinlich wird es damit auch funktionieren.
haben wir vorhin auch gesehen, es gibt auch für Mac und so weiter, gibt es auch Clients, aber die Frage war ja auch allgemein, brauche ich denn diese ganze Installation? Und das ist halt schön, dass ich im Browser es eigentlich nicht brauche an der Stelle. Okay, Stefan schreibt gerade, der Edge auf Chromium-Basis funktioniert. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, lass uns mal zu den nächsten Themen kommen, weil wir haben ja nicht so lange Zeit und wir haben noch ganz viel vor und wollen auch Stefan Unterricht nochmal zu Wort kommen lassen zu den anderen Themen. Ja, da sind wir schon auf der richtigen Seite, oder? Ah, Beispiel OpenID. Ich denke, da ist wichtig, dass der Ralf aus der technischen Sicht mal sagen kann, um was es hier geht, wie wir das eingebunden haben, was die Vorteile sind. Und das zeigen wir auch an Praxisbeispielen, was es mit der OpenID auf sich hat und wie wir das in der E-Gruppe auch einbinden können. Wir haben als Beispiel mal unsere Webseite kurz hier eingebunden. Das werden wir Ihnen auch zeigen. Und in dem Sinn würde ich jetzt an Ralf und Birgit mein Wort übergeben, dass Sie das was sagen können und nachher den Stefan Unverricht zu dem Thema Guatemala und was das genau auf sich hat. Ja, es, insgesamt kann man sagen, OpenID, das ist ja die Art und Weise, in der sich der RocketChat momentan schon mit der eGroupware verbindet. Und wir hatten schon längere Zeit auf in unserer Planung die Idee gehabt, ich denke, da kann Ralf gleich mehr dazu sagen, dass wir auch die Möglichkeit haben, per OpenID in die eGroupware andere Anwendungen reinzubringen, ohne dass man viel programmieren muss, sondern dass es einfach nur konfiguriert wird, dass wir an der Stelle Zugriffsrechte setzen und dann damit als Administrator sehr einfach Rechte vergeben kann für andere Anwendungen und die eGroupware halt auch nochmal stärker mit Zusatzanwendungen, die ich sonst vielleicht anderswo laufen habe, meinen Benutzern ermögliche, über eine Oberfläche, nämlich die eGroupware, auf die Sachen zuzugreifen. Das heißt, ich kann ein Wiki, externes Wiki einbinden und ich habe halt eine Benutzerauthentifizierung. Das ist ja der Vorteil von dem OpenID, dass ich andere Sachen einbinden kann. Genau, ich kann an der Stelle einfach, ich gehe nochmal ins Screensharing, würde jetzt mal von meiner Seite aus einfach mal meinen Desktop zeigen. Das heißt, hier sieht man jetzt, das ist unsere eGroupware-Webseite, die in einem sogenannten, ich habe den Tab jetzt mal WordPress genannt, eingebunden ist und allen zur Verfügung steht, die ich entsprechend konfiguriert habe. Das heißt, auch hier würde ich jetzt einfach noch mal ein bisschen genauer zeigen, wie sieht das aus. Das heißt, wir haben hier in unserem OpenID, lass mal auf den Admin-Bereich einmal gehen, unsere verschiedenen Clients, die eingerichtet sind. Und hier habe ich eingerichtet, dass im Prinzip, wo soll das Ganze, was soll geöffnet werden, nämlich unsere eGroupware.org. Ich brauche irgendwie eine Identifizierung, eine Kennung. Ich brauche ein Geheimnis, mit dem sich die beiden unterhalten, sogenannte Tokens. Und dann, was sind denn die Verfahren, mit denen ausgetauscht wird und was sind die, OpenID nennt man das Scopes, also die Informationen, die entsprechend verteilt werden. Und dann gibt es jetzt neu hier dieses gemanagt durch diesen Management-Tab, der mir dann an der Stelle erlaubt zu sagen, ich habe einen Anwendungsnamen, nämlich bei uns das WordPress. Ich habe ein Icon, was ich da hochladen kann und die Adresse, die aufgerufen werden soll. Und dann für welche Gruppen ist das Ganze denn zugelassen? Und da füge ich dann einfach die Benutzer oder Gruppen ein, die ein Recht haben sollen, die Anwendung zu sehen und zu verwenden. Und über das OpenID stelle ich die Verbindung her, kann dort drin in dem WordPress über ein kleines Plugin entsprechend konfigurieren, was ich, mit welchen Rechten die einzelnen Benutzer dort reinkommen. Und in der eGroupware gebe ich einfach nur die Rechte, den Zugriff auf die Anwendung. Damit muss ich niemand sagen, da gehst du hier drauf und dann lege ich dort 5 Benutzer an und so weiter und so weiter, sondern habe es an einer Stelle entsprechend gemacht. Ich würde da mal an den Ralf weitergeben. Der kann ja noch mal ein bisschen erzählen, wo da auch die Idee ursprünglich mal hergekommen ist, von einem Kontakt von der Messe war das, soweit ich mich erinnere. Hallo Ralf, bist du noch da? Kannst du uns hören?
Das Bild ist eingefroren, vielleicht hat er gerade technische Probleme, der Ralf. Okay, dann versuche ich das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich meine, Ralf und Stefan waren letztes Jahr auf, ich glaube, Chemnitz. Ralf, bist du wieder da? Ja, also ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Ich bin die ganze Zeit da gewesen. Okay, nee, ja, du warst eben nicht hörbar. Von daher. Ja, also es geht auf einen Kontakt auf der Froscon zurück mit einer deutschen Universität, die gesagt hat, wir haben sehr viele Event-Websites. Das heißt, für jedes Event legen wir eine neue WordPress-Webseite an und da gibt es halt immer 3, 4 Verantwortliche für ein Event und die müssen halt diese Webseite bearbeiten können. Und das ist halt ja sehr aufwendig zu managen, weil entweder muss man sich dann in jede dieser WordPress-Instanzen anmelden, die 3 Benutzer anlegen und wenn dann der Organisator oder das Organisationskomitee eine neue Person bekommt, muss man die sich wieder auf die entsprechende WordPress-Seite gehen, die Person dazu oder wegnehmen. Und die Idee war halt einfach, das zentral in der e-Groupware, die die sowieso schon einsetzen, zu ermöglichen. Das heißt, im Gegensatz zu dem, was wir bisher Stand heute ausgerollt haben in der 19.1, kann ich jetzt auch wirklich das ganze Thema Autorisierung über die e-Groupware abwickeln. Das heißt, bisher war es so, wenn ich das nicht eingetragen habe oder es nicht als e-Groupware-App manage, dann kann sich jeder e-Groupware-Benutzer, außer dem anonymen User, bekommt halt auch eine gültige Anmeldung. Und es liegt dann wieder darum, das Ganze in der entsprechenden Anwendung zu managen. Habe ich das über die e-Groupware gemanagt, kann ich jetzt halt tatsächlich sagen, die WordPress-Seite Event A, die hat halt eine Gruppe von Usern als Berechtigte da drauf. Das ist das Organisationskomitee von dieser Veranstaltung. Und die nächste Veranstaltung hat einfach eine andere Gruppe und ich kann halt jederzeit einfach in der e-Groupware Leute fleißig aus den Gruppen rein und rausnehmen, verschieben und kann das halt zentral über die e-Groupware managen. Ja, also ich glaube, zeigt uns jetzt hier mal, wie mit dem frei verfügbaren Mini Orange OAuth Plugin konfiguriert wird, dass ein WordPress halt seine Authentifizierung über die e-Groupware macht. Genau, also im Prinzip das Plugin selber hat gesagt, das ist die Redirect-URL, auf die ich wieder geschickt werde. Dann habe ich hier wieder diesen selben Client-ID und das Secret, was ich auch auf der e-Groupware-Seite eintrage. Ich muss angeben, was für Scopes an der Stelle ich verwenden will und ich brauche ein paar Informationen, dass ich weiß, wie rufe ich denn quasi die Autorisierung, das Access-Token und die User-Info auf. Und wenn ich das einmal weiß, dann kann ich das relativ einfach da rein konfigurieren. Und wir haben jetzt halt einfach mal bei uns nur die Standardversion genommen. Es gibt auch eine käuflich zu erwerbende Version von diesem OpenID-Plugin für WordPress, mit dem man dann einfach auch noch mehr Funktionalitäten hat, welche Benutzer, welche Rollen zugeordnet bekommt und so weiter, was jetzt hier in der Standardversion einfach nicht drin ist, aber für zum Zeigen, glaube ich, kann man ganz gut sehen, wie die ganze Sache an der Stelle funktioniert. Ich gehe mal kurz zu der Frage von Peter Backhaus. Ich denke, das hat Birgit vielleicht schon ein bisschen angesprochen. Es ging darum, was wird benötigt, also was muss die andere Software leisten können, um die in e-Groupware einzubinden. Und da ist die Antwort eigentlich, sie muss OpenID-fähig sein, das stimmt. Sie muss das quasi diese Möglichkeit haben, mit OpenIDs zu arbeiten. Und dann müssen die beiden natürlich irgendwie erreichbar sein. Das heißt, die müssen sich verbinden können. Also das heißt, über das Internet müssen die irgendwie die Möglichkeit haben, dass ich das eine zum anderen erreichen kann oder intern an der Stelle. Und dann kann ich die erreichen. Das heißt, wenn Sie eine neue Software einführen möchten und die in e-Groupware auch die Verwaltung macht, ist es wichtig, dass die Software OpenID-fähig ist und dann kann man sie entsprechend einbauen. Sind auch Software einbindbar ohne OpenID, quasi einfach eine Webseite einbinden? Ja, also im Prinzip ist es so, wir haben das einfach von der Funktionalität jetzt mal an dem OpenID angehangen. Ich kann aber einfach eine beliebige Webseite eintragen, ob die Webseite dann wirklich OpenID-mäßig irgendetwas macht oder ob die da drin nur angezeigt wird, das ist völlig egal. Wir wollten halt jetzt nur nicht noch eine weitere Management-Lösung da einbauen. Von daher ist es so, ja, ich kann die einfach als OpenID-App eintragen, muss der keine Rechte geben, die wird genauso in einem iFrame aufgemacht.
die einzig zwingende Voraussetzung heutzutage, sollte das aber selbstverständlich sein, die muss eine TLS-Verschlüsselung, also HTTPS, verwenden, weil ansonsten erlauben die modernen Browser halt überhaupt nicht, das Ding innerhalb der E-Groupware aufzumachen. Ja, Ralf, du kannst ja mal deinen Desktop jetzt sharen, weil Ralf hat noch ein paar weitere Anwendungsfälle auch bei sich mit drauf. Das heißt, wenn das Unternehmen zum Beispiel eine Intranet-Seite hätte, dann könnte sie die auch quasi einbinden und dort hätten wir auch diese Möglichkeiten dann, dass es einfach in E-Groupware der große Rahmen ist und darunter alle Anwendungen sichtbar sind. Genau. So. Könnt ihr jetzt meinen Bildschirm sehen? Ja, ich sehe ihn. Gut, ich mache den jetzt mal noch ein bisschen größer. Wir haben ja gesehen, die Konfiguration läuft über die OpenID Clients. Ein sehr interessanter Client, den ich jetzt mal vorstellen will, ist Portainer. Stefan hat davon im Forum ja schon mal was geschrieben. In Portainer, ich melde mich jetzt gerade noch mal ab, dass man das auch ein bisschen sieht, wie das mit dem OpenID läuft. Ich gehe hier einfach Login via OAuth. Jetzt findet im Hintergrund der entsprechende Authentisierungsflow von OAuth statt. Und ich kann jetzt zum Beispiel sehen, was auf meinem Docker-Host, auf meinem Entwicklungssystem alles so läuft. Da habe ich halt jetzt die üblichen E-Groupware-Container. Ich habe auch den Portainer laufen, den ich hier sehe. Und ich kann mir zum Beispiel auch angucken, wenn man hier mal drauf schaut, was für CPU und Memory momentan meine Container gerade brauchen. Das ist ein Client, den ich einrichten kann. Allerdings ist es so, OAuth für Portainer ist halt auch ein kostenpflichtiges Plugin. Sprich, das muss man erwerben. Der nächste Client, den ich zeigen will, hat speziell was mit der Situation heute zu tun und geht auf so ein Gespräch zurück, was ich vor einer Woche mit dem Stefan Unverricht hatte. Und da ging es halt einfach darum, viele haben heute das Problem, dass nicht alle ihre Mitarbeiter Laptops haben und so einfach aus dem Homeoffice arbeiten können. Kann ja Stefan mal selber was dazu erzählen vielleicht gerade? Was die Probleme und die Anforderungen waren im Prinzip, die ich euch zur Idee gebracht haben. Ich sag mal, Guacamole ist ein Produkt, das ist irgendwann mal zu der Apache Foundation gekommen und ist dort mittlerweile gereift. Das ist sicherlich schon 10 Jahre in der Entwicklung. Und ich sag mal, seit einigen Jahren habe ich das auf meiner Wunschliste, das bei meinem Arbeitgeber einzusetzen, weil wir setzen dort auch Terminal-Server ein, also von Citrix oder heute von Parallels. Und wer das mit dem Terminal-Server unter Microsoft kennt, mit den TS-Lizenzen, mit den Produkten, die oben drauf sitzen, wie Citrix, der weiß auch ungefähr, was das für ein Rattenschwanz an Kosten hinter sich herzieht. Jetzt haben wir die Situation, dass eine ganze Menge Menschen nach Hause geschickt worden sind ins Homeoffice und da vielleicht ein Notebook oder ein PC haben, wo sie ein bisschen E-Mail machen, vielleicht noch ein Firmenhandy, aber da sind ganz schnell Grenzen aufgezeigt in dem, was sie machen können, weil oft auch auf dem PC in der Firma eine Software ist, die sie zu Hause nicht haben, die PCs haben Zugriffe auf Dinge, die man zu Hause technisch nicht hinbekommt. So. Jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, über Terminal Services sowas zu realisieren. Man kann auch komplette Rechner, PCs nach Hause distributieren. Das geht mit Parallels zum Beispiel. Da habe ich mich dann daran erinnert, es gab ja Guacamole, was nämlich genau so etwas macht. Und deswegen habe ich da mit dem Ralf drüber gesprochen. Und da haben wir jetzt innerhalb von einer Woche das Ganze ausentwickelt und hier integriert. Es ist ein Container, der läuft auf dem E-Groupware-Host im Unternehmen. Und dort trägt man einfach PCs ein mit seinen Daten, wie zum Beispiel IP-Adresse, Zugangsdaten und so weiter. Und dieses Guacamole baut letztendlich ein RDP auf den Windows-PC auf, wie man es unter Umständen vielleicht auch im Unternehmen kennt. Man kann auch SSH oder VNC benutzen für andere Systeme und distributiert das dann letztendlich über eine Webseite nach außen. Und genau die haben wir hier eingebunden, inklusive der Authentifizierung eben über E-Groupware direkt und somit auch die Verwaltung der Zugriffsrechte.
Ja, also so, das, was Ralf hat's grad schon mal, der Ralf hat es gerade schon mal gezeigt hier. Wir sehen also jetzt hier einen Windows-Desktop in einem eGroupware-Fenster. Ralf, vielleicht kannst du zu dem technischen Background noch mehr sagen. Ja, ich trenne das hier gerade noch mal. Im Prinzip muss man sich das Ganze so vorstellen. Ich habe ja hier wirklich meine Webseite. Das war jetzt nicht ein... Ich share jetzt nicht einfach nur diese Windows-Instanz. Diese Windows-Instanz ist im Moment, läuft die in einem Rechenzentrum ab. Das heißt auch nicht, ist jetzt nicht die typische Situation. Die typische Situation wäre, dass der eGroupware-Server mit diesem zusätzlichen Container fungiert als ein Gateway zu einem Windows-Desktop, der wo ganz anders installiert ist. Das heißt, ich muss nur die eGroupware, die ja im Regelfall sowieso schon per HTTPS und mit stärkerer Authentifizierung von außen erreichbar ist, macht jetzt einen beliebigen PC, den ich unter irgendeiner IP-Adresse habe. Wir können das hier mal zeigen. Ich habe das hier mal konfiguriert. Ich habe hier zum Beispiel das, was wir eben gesehen haben, diesen Windows 10 Rechner konfiguriert. Von dem ist jetzt wirklich nicht mehr angegeben als seine interne IP-Adresse. Und ich habe mal irgendwie noch gesagt, das Tastaturlayout soll deutsch sein. Und man kann hier noch so ein paar Sachen einstellen, was für eine Farbtiefe man streamen will. Ich kann auch Authentifizierungen abspeichern, wenn ich also so einen gemeinsam genutzten PC habe, der vielleicht, sag mal, irgend so ein Labor-PC oder ein Number-Cruncher, der irgendwo in meinem Labor steht, dem kann ich auch, dem kann ich auch ein Passwort vorgeben. Also wenn ich mir das Ganze jetzt mal anschaue, Verbindungen gehen. Für diesen Rechner habe ich zum Beispiel, der läuft jetzt auch irgendwo im Rechenzentrum, da habe ich jetzt vorgegeben, das habe ich ein Passwort vorgegeben. Das heißt, wenn ich mich mit diesem Rechner verbinden will, das können wir gleich mal machen, das ist der hier jetzt, dann muss ich an der Stelle gar kein Passwort eingeben. Ich bin da direkt eingeloggt. Und damit wir so ein bisschen ein Gefühl für die Performance bekommen, das Ganze läuft jetzt wirklich alles auf meinem Mac drauf. Und wir gucken jetzt hier mal auf das YouTube-Video. Das ruckelt natürlich ein bisschen. Aber dafür, dass das aus dem Rechenzentrum zu mir hier ins Büro per RDP kommt und dann von Guacamole in HTML5 umgewandelt wird. Das HTML5 wird jetzt hier im Browser angezeigt und per unserer Webinar-Software wird das Ganze wieder zu Ihnen geschickt per HTML5. Ich denke, dafür ist das schon eine ganz ordentliche Performance. Ja, ich denke, man kann da auch einfach sagen, interessant wird sowas halt auch einfach, weil ich als Administrator die Möglichkeit habe, die Sachen vorzukonfigurieren, vorzueinstellen. Die Leute greifen vom Homeoffice, ohne dass sie noch irgendwas weitermachen, mit nach Hause nehmen müssen. Letztendlich könnten sie sogar von ihrem eigenen Laptop-Rechner zu Hause auf die Sachen zugreifen, ohne dass irgendwas dort wieder installiert werden muss. Also ich denke, das ist so die große Botschaft an der Stelle, was wir versuchen, mit eGroupware umzusetzen, das immer so zu machen, dass man von der Administration her einiges vorbereiten kann, aber letztendlich dann nachher für den Benutzer selber so wenig Aufwand wie möglich notwendig ist, um irgendwas damit zu machen. Vielleicht nochmal so ein Anwendungsbeispiel, um es ein bisschen plastischer zu machen. Wir haben Architekturbüro zum Beispiel gesprochen, die viel zeichnen müssen, die also teilweise leistungsfähige Rechner im Büro haben und die dürfen aber vielleicht gar nicht mehr ins Büro gehen, weil Ausgangssperre ist oder weil sie einfach nicht reisen dürfen, aber der hat halt die Power. Und das kleine Laptop, was sie vielleicht jetzt mit zu Hause haben, hat halt nicht die Power, auch nicht die CAD-Programme vielleicht installiert, auch nicht den Zugriff auf den Plotter und so weiter. Wäre das so ein Anwendungsfall? Wie könnte man sowas einrichten? Wie könnte man sowas machen dann? Ja, genau, das ist die Idee. Das heißt, ich brauche letztendlich, um jetzt in so einem Szenario dem einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, nicht halt nochmal einen zweiten großen Desktop zu kaufen, der entsprechend viel Dampf hat,
sondern da langt es wirklich, einen einfachen Laptop zu haben, einen großen Bildschirm, und dann kann ich daran arbeiten. Ich kann jetzt auch noch mal was anderes vorführen, was so noch ganz interessant ist mit dem Guacamole. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, also ich kann das Ganze im Windows aufmachen, ich kann aber jetzt auch einfach hingehen und kann sagen, ich will das hier in einem neuen Tab öffnen und kann mir von meinem Browser diesen Tab halt im Vollscreen anzeigen lassen. Ja, hier kam auch eben die Frage vom Herrn Beckhaus, ob das im Prinzip wie TeamViewer ist. Ja und nein, weil im Endeffekt ein TeamViewer muss ja immer aktiv gestartet werden, während das so ist, dass wir an der Stelle einfach, der Administrator richtet es ein, derjenige geht mit seiner E-Group-Ware drauf und hat über die Freigabe, die gesetzt ist, die Möglichkeit, auf die Sachen zuzugreifen, ohne dass jetzt auf dem Desktop per PC in der Firma selber jetzt wieder ein TeamViewer gestartet werden muss. Ich glaube, einer der großen Vorteile ist auch, wenn ich jetzt, ich sag mal, die PCs meiner Mitarbeiter, die hier im Büro ihren PC haben, die auch vielleicht nie dafür vorgesehen waren, dass sie von außen erreichbar sind und nicht unbedingt starke Passwörter haben. Wenn ich die jetzt einfach so nach außen verfügbar mache, habe ich ja auch ein gewisses Sicherheitsrisiko. Und da kann die E-Group-Ware halt auch ganz gut einspringen. Das heißt, ich kann Zwei-Faktor-Authentifizierung oder auch Fido-Keys verwenden, um halt eine starke Authentifizierung zu machen. Und nur hinter dieser starken Authentifizierung die entsprechenden Desktops nach außen vorzugeben, ohne dass ich jetzt anfangen muss, halt wirklich zu kontrollieren, dass es auf diesem Desktop nicht zufällig auch einen alten Admin-Account gibt, der einfach nur auf ein Dummy-Passwort hört, was halt ein Problem wäre, wenn ich den jetzt halt einfach per TeamViewer oder irgendetwas anderem nach draußen gebe. Wie gesagt, ist auch eine RDP-Verbindung, das heißt, performance-technisch kann man ähnliche Sachen erwarten wie per RDP. Es ist also jetzt kein TeamViewer oder kein einfaches Screensharing. Okay, hier kam noch die Frage, ob die per Remote eingeschaltet werden können, die PCs im Office. Ja, das ist jetzt so eine sehr tiefgreifende technische Frage. Wenn die prinzipiell Wake on LAN haben und der Guacamole versucht, mit dem zu reden, werden die sich auch einschalten. Aber ob ihr PC Wake on LAN hat und ob das richtig konfiguriert ist, das ist halt einfach nochmal eine ganz andere Frage. Prinzipiell ja, aber wie einfach das praktisch geht, ist halt die Frage. Ich würde jetzt auch mal sehen, das eine ist, im Moment die Sachen laufen zu lassen, dass die Mitarbeiter arbeiten können. Da ist es sicher eine schöne Möglichkeit, es zu haben. Ich habe mit der ganzen Einbindung von dem Guacamole aber auch noch ein bisschen größere Vision. Unsere Vision ist ja schon die ganze Zeit, dass die E-Group-Ware ein Stück weit auch den Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, an dem ich arbeiten kann. Und da ist jetzt so mit Einbindung von Collabora haben wir ja bisher schon die Möglichkeit, so normale Office-Tätigkeiten zu erreichen. Hier kann ich jetzt aber auch sagen, zum Beispiel das Buchhaltungsprogramm, was es überhaupt nicht in der Web-Oberfläche gibt, das kann ich jetzt einfach den drei Leuten, die das brauchen, von einem einzelnen PC aus zur Verfügung stellen. Buchhaltungsprogramm ist nur ein Beispiel, also im Prinzip kann ich das mit allen Sachen machen. Der Herr Mode hat noch gefragt, ob die wir Guacamole jetzt auch als Docker zur Verfügung stellen. Ja, wird mit dem nächsten Maintenance-Release, wird es auch als Docker-Paket zur Installation dann entsprechend mit angeboten werden. Wir haben es ja eben gesehen, bei mir läuft es auf meinem Mac, läuft das schon als Docker. Aber das heißt jetzt vielleicht nochmal zusammenzufassen, in meinem Büro, sage ich jetzt mal, meinem Büro, was ich nach außen öffnen will, dort brauche ich diesen Guacamole-Server oder wo muss der genau stehen? Nur vielleicht zum Verständnis nochmal. Wo steht die E-Group-Ware, wo ist der Server, wo ist der PC? Dass es vielleicht allen auch ein bisschen mehr klar ist an der Stelle. Also im Prinzip ist das alles HTTP. Das betrifft ja auch so ein bisschen die Frage hier. Das heißt, wenn ich HTTP erlaube, durch meine Firewall durch, habe ich da auch in dem Sinne kein Problem. Wo die einzelnen Komponenten installiert sind, hängt ein Stück weit mit dem individuellen Aufbau auch zusammen. Ich sag mal, die einfachste Anwendung, die man sich jetzt denken kann, ist, man hat
im Office, wie es die meisten unserer Kunden haben, halt eine VMware-Installation. Auf dem laufen ein Teil der PCs. Ein Teil der PCs laufen im Office im internen Netz. Auf der VMware läuft die eGroupware und daneben würde man jetzt einen Guacamole-Server starten und in die eGroupware einbinden. Die eGroupware ist sowieso schon über die Firewall entsprechend von außen erreichbar. So würde es dann auch der Guacamole-Server werden. Der würde halt, wie gesagt, eine starke Authentifizierung machen, würde über das OpenID auch die Benutzer bekommen und würde dann die vom Admin freigegebenen PCs, auch nicht automatisch alles, was da verfügbar ist, würde die freigegebenen PCs im internen Netz erreichen können. Und da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt einen Terminal-Server, auf dem alle Benutzer drauf sind. Ich kann wirklich sagen, Herr Meier hat seinen Windows 10 PC unter dieser IP-Adresse, Herr Müller und Herr sonst was sind auf dem Terminal-Server und der andere ist halt auf einem ganz anderen System. Das heißt, es ist eher was für größere Eigeninstallationen an der Stelle. Oder ist es für Leute im Hosting interessant? Da können wir es nutzen. Im Hosting ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Im Hosting kann ich das auch einbinden. In dem Fall würde ich es aber natürlich jetzt nicht über unser Hosting installieren, sondern wenn der Kunde im Hosting ist bei uns, dann müsste er den Guacamole-Server bei sich im Büro installieren. Der Guacamole-Server wird von außen per HTTP verfügbar gemacht und macht gegen die eGroupware, die im Rechenzentrum läuft, seine OpenID-Authentifizierung. Und ich hätte halt dann einfach zwei unterschiedliche Domains. Einmal die Domain, unter der die eGroupware läuft und zum anderen die Domain, unter der das Guacamole läuft. Wenn ich das halt jetzt, ich sag mal, auf dem eGroupware-Server bei einer Eigeninstallation installiere, würden die halt beide unter der gleichen Domain laufen. Ja, ich denke, Herr Beckhaus, falls das für Sie interessant ist, kann man sich darüber ja dann auch einfach nochmal im Einzelnen unterhalten, wie wir das konkret in so einem Fall umsetzen können, respektive auch so, wenn Kunden da Unterstützung brauchen, grundsätzlich einfach uns ansprechen. Für Supportbudget stehen wir da natürlich auch gerne zur Verfügung, um Ihnen bei der Umsetzung in Ihrem eigenen Hause entsprechend unter die Arme zu greifen. Gibt es denn sonst noch Fragen hierzu? Weil ich denke, wir sind in unserer Zeit hier wahrscheinlich auch schon fast durch. Das Webinar, aber die Frage ist, gibt es noch Fragen? Wie das schon angesprochen, natürlich einfach anrufen, eGroupware. Ich glaube, es ist einfacher, weil es technische Fragen jetzt hier im Hintergrund sind, ist natürlich schwer in dem Webinar an der Stelle auch anzusprechen. Aber wenn Sie noch Fragen allgemein zu den Themen von heute haben, vielleicht nochmal kurz in den Chat reingehen, dann kann Ralf, Birgit oder Stefan Unverricht nochmal auf die Fragen eingehen. Also, ja, magst du, soll ich? Mach du, Ralf, alles gut. Ja, gibt zwei Fragen. Das eine ist, kann man uns auch buchen, um Jitsi zu installieren? Ja, natürlich. Wie gesagt, die Idee im Moment war, um einfach nicht noch eine Hürde aufzubauen, dass wir mit dem Maintenance-Release öffentlich erreichbaren Server, den jeder eGroupware-Benutzer, ob EPL oder Community Edition, einfach benutzen kann. Wir wollen das zusammen mit einem Sponsor machen, dass das kostenfrei für die nächsten 3 Monate möglich ist. Natürlich sind wir auch gerne bereit, Ihnen einen Jitsi-Server zu installieren und Sie dabei zu unterstützen. Die Frage war jetzt, sind die ganzen Neuerungen EPL oder CE? Also wir haben uns entschieden, im Zuge der Krise, die wir da momentan haben, die Sachen in die Community-Version zu geben. Das heißt, die sind frei verfügbar für jeden, der die Gruppe einsetzt. Wir werden es vermutlich so machen, dass nach Ablauf der Krise der Jitsi-Server für die Community-User, also wir haben halt jetzt ein 3-monatiges Sponsoring, wie das dann weitergeht, da wird es vielleicht einen Unterschied geben zwischen EPL und Community-Usern. Aber wie gesagt, das ist ja ein freies Projekt, was sich jeder selber installieren kann oder von uns installiert bekommen kann. Ja. Ich wollte auch noch mal ganz kurz was sagen zu den ganzen OpenID. Also wir wollen und werden die Sache natürlich auch im Wiki auf GitHub entsprechend dokumentieren, was man für die einzelnen
Anwendungen entsprechend konfigurieren muss. An der Stelle auch einfach die Aufforderung oder der Hinweis, wenn Sie Anwendungen haben, die per OpenID ansprechbar sind und die aus Ihrer Sicht Sinn machen und vielleicht auch interessant sind für andere, schicken Sie uns doch einfach mal die entsprechenden Informationen zu. Dann würden wir die natürlich auch mit im Wiki aufnehmen. Und Stefan wird die, denke ich, dann auch im Forum es entsprechend verbreiten und aufrufen. Oder noch besser, schicken Sie uns einen Pull-Request für das Wiki, dann können wir die Sachen einfach da reinnehmen, so wie Sie sie vorbereitet haben. Ansonsten wollen wir wieder weitere Webinare vorbereiten. Das heißt, wenn Sie auch nochmal Themen haben, bitte gerne zuschicken. Wenn Sie noch Verbesserungsideen für eGruppe haben oder sonst irgendwas am Herzen liegt in Sachen eGruppe, was Sie noch wissen möchten, muss ich sagen, das könnte man speziell nochmal ein Webinar zu dem Thema machen. Einfach info@eGruppe.org schreiben oder hier einfach in den Chat, dann können wir das fürs nächste Mal auch besprechen. Ja, ich denke, Stefan hatte da nochmal was, was er dazu auch beitragen wollte, was so die Pläne in der Zukunft angeht. Ja, und zwar habe ich mir überlegt, für die nächsten kommenden Wochen zwei Dinge zu machen. Zum einen einzuführen so eine Art Stammtisch, also hier über dieses EduDip-Tool so eine Art Stammtisch anzubieten, wo wir uns mit ein paar Leuten halt mal treffen und über eGroupware sprechen, über Dinge, die man gerne hätte, wo man was zu meckern hat oder was man auch immer loswerden will, dass man sich einfach mal hier drin trifft. Das würden wir dann sicherlich ohne Aufnahme machen. Die Aufnahmen werden wir dann nicht veröffentlichen. Ich schreibe dann Protokolle darüber eben entsprechend im Forum. Uns ist es halt noch wichtig, auch ein bisschen mehr Feedback noch von euch zu bekommen. Was muss sein oder was sollte sein oder was findet ihr gut, was findet ihr schlecht und sich einfach mal austauscht. Die ganzen Veranstaltungen fallen ja weg dieses Jahr. Die Chemnitzer Linux-Tage direkt mal als erstes, wo wir uns immer viel ausgetauscht haben mit Interessenten und auch Anwendern. Deswegen wollen wir das gerne hier rein verlagern. Also ich würde es dann glatt mal so eGroupware-Stammtisch nennen. Ich würde das dann in den nächsten 2-3 Wochen mal ins Forum schreiben, als Announcement rumschicken. Deswegen auch der Aufruf an die, die jetzt hier zuschauen und nicht im Forum angemeldet sind, macht das am besten, auch wenn ihr eben entsprechend Kunden seid. Im Forum gibt es immer Announcements, zum Beispiel auch zu solchen Veranstaltungen. Das macht Sinn, dann kommen die automatisch per E-Mail. Also wie gesagt, Stammtisch, das werden wir demnächst einmal machen und ich stelle mir vor, das schon so monatlich machen zu wollen. Das andere ist, für die Chemnitzer Linux-Tage hatten wir einen Vortrag vorbereitet über eGroupware selber, aber auch mit einem Schwerpunkt eigene Anwendungen entwickeln in eGroupware. Und da dieser Vortrag ja nun mal jetzt wegfällt, haben wir uns überlegt, dann wollen wir den Vortrag hier rein verlagern. Das heißt, die nächsten Wochen werden wir einen Vortrag anbieten über eGroupware, die Komponenten, die da drin sind, die man verwenden kann für eigene Anwendungen. Und Ralf wird dann eben auch noch ein bisschen technischen Background und einige Informationen loswerden, wie man eine eigene Anwendung in eGroupware entwickelt. Gerne öffentlich, aber vielleicht auch im eigenen Unternehmen. Also ich denke mal, da gibt es Anforderungen reichlich, die man da drin umsetzen könnte. Und ich denke, das ist eigentlich einfacher, als die meisten sich das vorstellen können. Also da geht eine ganze Menge. Das wollen wir in einem Vortrag dann loswerden, auch in den nächsten Wochen direkt. Das sind die beiden Sachen, die von meiner Seite aus anstehen. Vielen Dank, Stefan Unverrecht. Und ich denke, du wirst sehr viel Feedback auch von den Leuten bekommen, die dich auch anschreiben. Und können die Leute sich auch so erreichen per E-Mail? Hast du da eine Adresse, die du bekannt geben möchtest, dass die Leute dich auch anschreiben können? Im Forum natürlich sowieso immer direkt. Und meine E-Mail-Adresse ist einfach su@igroupware.org. Ansonsten einfach im Forum einmal reinschauen. Okay. Birgit, hast du noch was? Ralf, hast du noch was? Ansonsten würde ich sagen, wir haben schon eine Stunde in unserem Webinar und mein Vorschlag wäre es, alle einen schönen Tag zu wünschen und das jetzt zu beenden. Ja, ich würde auch sagen, zum einen schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Ja, ich danke euch. Ja, bleibt gesund. Das Allerwichtigste heutzutage zu sagen, dass wir gesund bleiben. Und
In dem Sinne, wir werden uns wieder melden über Newsletter, wenn es neue Themen gibt, wenn es neue Termine gibt. Und in dem Sinne wünsche ich allen einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Ja, ich denke, was noch zu sagen ist, wir werden das Video natürlich wieder online stellen, dass auch alle die einzelnen Details nachschauen wollen. Und wir haben es ja zeitplanmäßig schon gesagt, spätestens ab Montag werden die Features im Hosting zur Verfügung stellen und dann Dienstag oder Mittwochmorgen werden Sie die auch bei sich zu Hause finden. Vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort, oder? In dem Sinne beende ich jetzt das Webinar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.